Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne einfach so ein Schminken- und Quatschen-Video mit dir machen, wo ich einfach so ein paar Themen mit euch bespreche und wir machen uns gleichzeitig fertig. Also nicht so, sondern wir schminken uns, wir machen uns halt hübsch irgendwie, keine Ahnung, wir packen uns Kram ins Gesicht. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ganz wichtig, zuallererst möchte ich sagen, ich habe dieses Video ermöglicht bekommen durch die Firma Bayena. Die haben mir Produkte ja schon vor einiger Zeit zugeschickt und haben gefragt, ob ich Bock habe, halt nochmal eine Kooperation zu machen. Und ja, Sammy läuft hier die ganze Zeit rum. Und deswegen, da kommen wir auch gleich zu den Produkten zu, ne? Und ja, wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Wenn ich einen Rabattcode habe, ich glaube nämlich, dass ich einen bekommen werde, blende ich ihn euch natürlich immer wieder ein. Und ja, dann starten wir einfach mal. Ich werde dieses Video weitestgehend ungeschnitten lassen. Ich habe hier super viele neue Produkte auch mit drin, zum Beispiel aus dem neuen Catrice-Sortiment. Dann hatte ich ja die Spectral Mystery Box mit euch zusammen ausgepackt und habe dann hier so ein paar Pinsel. Jetzt fällt mir gerade auf. Ich habe vergessen, was mit deinem Pfötchen auf, Sammy? mir einen Stamm rauszunehmen, weil ich habe eine Foundation auch, die ich gerne einarbeiten möchte. Greife ich in die Foundation-Schublade und nehme jetzt einfach mal den von Lovia mit Maxim hier raus. Den habe ich jetzt noch nicht angefeuchtet, aber das mache ich gleich mit Setting Spray. So, das erste Thema, über das ich mit euch reden möchte, ist vielleicht gar nicht mal so... Ja, es werden immer wieder Nachbarn hier vorbeifahren. Ist, glaube ich, gar nicht mal so wenig angefragt gewesen, denn ich habe auf Instagram auch eine Umfrage gemacht, wie es mir aktuell geht, wie so aktuell ist halt so. Also da ist wirklich ein bunter Mix von allem mit dabei und ich verlinke euch die Produkte, die ich verwende, unten in der Infobox. Ich sage da, glaube ich, dann jetzt nicht mega, mega viel zu. Ich kann euch die ja so immer dann immer in die Kamera halten. Und witzig ist übrigens, dass Sammy sich immer eine Position sucht, wo er mich angucken kann. Ich habe hier auch ein Sofa stehen, wo ich ihm eben auch gezeigt habe, so hey, du könntest dich theoretisch da drauflegen, das ist dein Sofa, Schätzelein, ne? Und ja, eigentlich hätte er die Möglichkeit dazu, aber er möchte das nicht. Das ist ganz interessant, weil da ist die Softbox ihm, glaube ich, im Weg, dann kann er mich nicht angucken. Auf jeden Fall, ja, aktuelles. Ich fange einfach mal damit an, dass ich extrem viel angesprochen worden bin, dass ich besser aussehe, dass ich so einen gewissen Schwangerschaftsglow habe und dass ich richtig strahlen würde. Das sagt mir tatsächlich auch mein Umfeld. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt ja in letzter Zeit häufiger gesagt bekommen habe. Liegt aber vor allem daran, dass ich einfach glücklich bin. Man darf halt nicht übersehen, dass ich halt seit Oktober letzten Jahres auch in die absolute Selbstständigkeit gegangen bin und da auch den Schritt gewagt habe, den ich niemals hätte wagen können, wenn ich euch nicht gehabt hätte. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen unglaublichen Dank, Leute. Wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mir hier mein zweites Standbein aufzubauen, hätte ich nicht aus der Situation fliehen können, weil ich war ja auch nicht mehr allzu glücklich in meinem Job. Beziehungsweise auch an der Stelle, an der ich dann tatsächlich war, weil da halt so ein paar Veränderungen waren und so, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Da gab es Änderungen im Management und dementsprechend haben die Menschen sich verändert, zack, die wappdi und das spiegelt sich dann immer halt wieder, ne? Sodass dann die Menschen irgendwann halt auch merkwürdig werden. Auch ich, ne? Also ich habe gemerkt, dass ich super traurig war und irgendwie auch gar nicht, mir fehlte Glück. Mir fehlte so viel und deswegen war ich sehr dankbar, dass ich dann in die Selbstständigkeit gehen konnte und habe das dann auch gewagt. Natürlich musste mein Freund in dem Moment mir so einen kleinen Arschtritt geben, kann man wirklich so sagen. Das hier soll übrigens ein Dupe sein zu dem Bäcker, da bin ich auch mal gespannt. Soll ich die mal jetzt direkt nebeneinander testen? Mache ich doch mal. So. Das können wir doch jetzt direkt machen, denn den habe ich jetzt hier auch in Light to Medium. Genau, also mein Freund hat mir dann auch in dem Moment gesagt, Schatz, ganz ehrlich, ich bin für dich da, egal was passiert. Ne? Abgesehen davon waren wir uns eigentlich beide recht sicher, dass die YouTube-Einnahmen halt auch dafür reichen werden, damit ich halt auch davon leben kann. Gut, wir wussten in dem Moment halt nicht, dass dann auch Baby Boy sich halt so schnell ankündigen wird, denn das ging dann doch schneller als gedacht. Ne? Waren wir sehr glücklich drüber. Ich mache jetzt auf der Seite Catrice drauf. Und ja, also das war super interessant,
dass das alles so seinen Lauf genommen hatte. Und wir sind da auch einfach glücklich drüber. Kann man nicht anders sagen, dass das alles sich so entwickelt hat. Und ja, deswegen bin ich per se einfach, glaube ich, besser drauf. Ich lächle mehr, ich sehe gesünder aus, ich sehe ja glücklicher aus. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass das Glück vollendet ist oder nochmal perfekter gemacht worden ist damit, dass unser wirklich langjähriger Wunsch, und wir sind ja seit drei, vier Jahren ungefähr dabei gewesen, diesen Wunsch verwirklichen zu wollen, ja, dass ich halt wirklich schwanger geworden bin. Ne? Das muss man halt auch bedenken, dass einfach eine so große Last von meinen Schultern gefallen ist. Wirklich. Ich habe mir, weiß Gott, welche Vorwürfe gemacht und so, weil ich halt ja auch ja, psychisch das ein oder andere Wehwehchen halt habe, was mich immer davon abgehalten hat, halt loszulassen. Ja, und deswegen hat sich dann einfach für mich so ein bisschen gezeigt, dass mein Körper mir vergeben hat. Kann man, ja, mein Körper und mein Kopf haben sich dann wieder angefreundet und haben dann halt gesagt, okay, jetzt lassen wir es zu, dass Claudia schwanger wird. Wisst ihr? So halt. Und das hat natürlich auch noch eine gewisse Ruhe für mich reingebracht und mich glücklich gemacht. Und ja, allein das hat schon dazu geführt, dass ich in Anführungsstrichen besser aussehe, also dass ich halt lächle, dass ich mehr strahle, dass ich ausgeglichener bin. Das ist halt auch so eine Sache, weil wenn ihr euch zum Beispiel die Adventskalender-Unboxings anguckt vom vergangenen Jahr oder die Fotos auf Instagram oder so, da sah ich ja halt auch schon echt zufrieden aus, ne? Also muss ich halt wirklich sagen, also da war schon alles soweit so gut. Also der von Catrice ist viel flüssiger und der von Becker ist pastiger, das darf man nicht vergessen. Aber gut, ja, und dann kam halt noch das i-Tüpfelchen mit der Schwangerschaft, ne? Das war halt auch eine große Erleichterung, weil wenn man sich vorstellt, dass man jahrelang halt einer Hoffnung hinterherfiebert, einem unerfüllten Wunsch, wie auch immer, dann ist es eine große, große, große Erleichterung, wenn das Ganze dann halt einfach mal realisiert wird, ne? Ja, und deswegen hat das einfach schon mal sehr, sehr viel gebracht und auch echt dazu beigetragen, dass es mir besser geht. Und dann, ja, bin ich schwanger geworden. Da kommen wir natürlich jetzt auch zu einem ganz interessanten Punkt, Leute. Denn ich habe das ja schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich schreibe ja auch aktuell an meinem zweiten Buch. Ich habe ja ein Buch mit Sammy zusammen rausgebracht, also quasi über Sammy. Sammy endlich ankommen heißt das Buch. Also hier habe ich erstmal die Foundation. Und jetzt blende ich euch das mit dem Buch mal ein. Gibt es im Pelletier Verlag zu kaufen. Schaut da super gerne einfach mal vorbei. Ich bin auch sehr glücklich und sehr stolz tatsächlich. Also ich bin glücklich, dass ich das Buch geschrieben habe, weil das einfach auch eine Sache war, da hat Danny mir einen Traum auch verwirklichen können. Auch da wieder, ne? Genau in der Zeit. Traumverwirklichung und so. Und ja, stolz, weil ich halt finde, dass das echt gut geworden ist. Man darf es halt auch einfach mal sagen, Leute, ganz ehrlich. Ich bin jetzt einfach mal, ne? Ich bin da einfach wirklich stolz auf mich, weil halt auch mein kritisches Umfeld, also meine Freunde, meine Familie, mir halt auch gesagt haben, es ist schon gut geschrieben, Claudi. Und auch die Freunde von meiner Familie, also meine Mom hat es zum Beispiel weiter verschenkt und so, ne? Haben auch positiv das Feedback gegeben, dass es halt auch wirklich mit super viel Herz geschrieben wurde und so. Und das ist ja auch genau das, was ich rüberbringen wollte. Und deswegen bin ich da so mega glücklich drüber, muss ich wirklich sagen, dass es halt so gut angekommen ist. Und auch von euch habe ich so viel positives Feedback bekommen. Also, falls ihr mich unterstützen wollt, falls ihr Bock habt, da einfach mal beim Pelletier Verlag vorbeizuschauen, macht das super, super gerne. Ja, da gibt es das Buch halt noch in der Erstauflage. Bald kommt dann die Zweitauflage schon. Genau. Und auch bald das zweite Buch. Ja, also da hat Danny mir wirklich, weiß ich nicht, ne, noch so ein kleines, jeder Mensch hat ja irgendwo so eine Löffelliste, ne, da stehen dann so Sachen drauf, die man gerne in seinem Leben mal erreicht haben möchte, die man einfach mal gerne gemacht haben. Viele haben dann so auch so die Weltherrschaft an sich reißen oder die Welt bereisen oder so. Das ist bei mir jetzt nicht unbedingt der Fall, aber halt so ein Buch zu schreiben, das war schon immer ein Traum von mir und den hat Danny mir verwirklicht und darüber bin ich sehr glücklich, bin ihm mega dankbar. Ich bin euch auch dankbar, dass ihr das Buch auch echt schon fleißig gekauft habt und so. Und dass ihr mir auch so positives Feedback gibt. Das macht mich halt einfach, ne? Das macht mich glücklich. So, noch mehr Strahlerei. Genau. Und ja, genau. Ich bin jetzt auch am zweiten Buch am Schreiben. Und da ich das erste Buch natürlich über ein Wesen geschrieben habe, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich Sammy, ist es klar, dass das zweite Buch über ein weiteres Wesen handeln wird.
von einem weiteren Wesen handeln wird, was mir aktuell unterm Herzen liegt. Also, ja, genau. Also, kleiner Teaser, Leute, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich bin sehr gespannt, wie es dann am Ende so vollständig sein wird. Aber ich habe mir da schon was ausgedacht, überlegt und so, ne? Und ja, bin auf jeden Fall fleißig am Schreiben und bin dann gespannt, wie das so ankommt. Also da ist Babyboy auch ganz freundlich, dass er mich halt auch arbeiten lässt. Das kann man auch nicht anders sagen, denn nicht jedes Kind ist so friedlich im Bauch der Mama, wie das bei meiner Schwangerschaft, toi toi toi, ne, der Fall ist. Und da bin ich wirklich extrem dankbar drüber, weil das ist nicht selbstverständlich. Das weiß ich auch, weil ich bin jetzt ja im letzten Drittel der Schwangerschaft, also in den letzten 3 Monaten, 14.11. ist mein Termin. Und dafür geht es mir unglaublich gut. Ja, Socken anziehen ist schwer. Schuhe anziehen, fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin froh, dass wir es so warm haben, dass ich nicht so viele Klamotten generell tragen muss. Und wenn ich Schuhe trage, also jetzt gerade bin ich auch barfuß, ich laufe zu Hause nur barfuß rum, ne? Nicht mal mehr mit Hausschuhen. Genau, dann, wenn Schuhe, dann irgendwie so, keine Ahnung, Birkenstock-Flipflops oder sowas. Und da bin ich halt einfach glücklich, dass jetzt Sommer ist, dass ich nicht allzu viel Schichten tragen muss und so. Ja, und das Babyboy, wie gesagt, freundlich. Das erste Drittel war furchtbar. Da habe ich auch ordentlich abgenommen. Mittlerweile habe ich aber in Relation zu Anfang des Jahres, wo ich ja angefangen habe mit Sport und so und dann ja auch später schwanger geworden bin. Also ich weiß leider nur von Anfang des Jahres, dass ich da 70 Kilo gewogen habe. Ne, das ist halt so meine Vergleichsgeschichte. Und jetzt aktuell habe ich 75 Kilo. Das heißt, ich habe ein bisschen zugenommen, was ich sehr gut finde. Man darf aber nicht vergessen, dass Babyboy jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich drehe, und das ist quasi, ja, eine Woche bevor ihr das Video seht, ne? Also da hat er 1,1 Kilo, dann hat er wahrscheinlich 1,2 oder 1,3 in der folgenden Woche. Schon krass, ne? Also das ist ordentlich am Wachsen, aber gesund, munter und so. Und da bin ich einfach froh, dass ich viele Dinge halt umgestellt habe, um eben das Beste fürs Kind halt zu bringen. Sei es eine gesunde Ernährung, die ich halt vorher nie in dem Maße hatte. Sei es, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, was nicht leicht war. Übrigens finde ich, dass die beiden Under Eye Corrector relativ ähnlich sind. Wobei der von Catrice sehr in die Fältchen reinkriecht. Und der von Becker hat sich ebenfalls ziemlich abgesetzt, aber mehr so in der Nähe des Auges. Ja, so kann man das bezeichnen. Aber theoretisch bräuchte ich jetzt eigentlich keinen Concealer, aber wir gönnen uns, ne? Genau. Ja. Also ich bin für vieles einfach dankbar. Ich bin froh, dass ja, der Schwangerschaftswahnsinn bei mir jetzt nicht böse ist, sondern wirklich freundlich, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Denn wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich, ne? Und ich habe jetzt neben mir hier auch schon wieder Adventskalender stehen, die ihr schon alle gesehen habt, weil die sind jetzt vor diesem Video online gekommen. Der Maybelline Advent, hier Adventssonntage, Adventskalender quasi ist das, ne? Dann der Wolfsblut Adventskalender. Deswegen ist Sammy auch hier am Start. Und der Essie Adventskalender, den habe ich jetzt hier neben mir stehen. Es sind aber auch in der Zwischenzeit sehr wahrscheinlich schon der Asam Beauty Adventskalender online gekommen. Den habe ich bislang noch nicht hier. Der sollte eigentlich heute geliefert werden. Wird dann wahrscheinlich eher morgen oder Montag geliefert. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass ich dieses Jahr auch die Möglichkeit habe, so viele Kooperationen zu haben, was Adventskalender angeht. Achtung, gleich wird es hier vibrierend, weil unser Nachbar mit seinem Auto wiederkommt. Und das hat einen Motor. Liebe Grüße an dieser Stelle. Genau. Das kann man übrigens auch machen, wenn man einfach gerade kein Waschbecken zur Hand hat, ne? Ey, warum sind da so viele Haare von Sammy bei? Ja, da hinten liegt er und stöhnt, wenn ich seinen Namen sag. Mäusekind, hast du da dein Schnäuzchen reingesteckt? Man weiß es nicht, Sammy, ne? Man weiß es nicht. Ja, aber so viel halt zu Claudi, du strahlst so, die Schwangerschaft tut dir gut. Auch. Ne? Würde ich tatsächlich jetzt nicht alles auf die Schwangerschaft schieben. Es liegt auch daran, dass ich mit Rauchen aufgehört habe. Ohne Frage, Leute. Vollkommen ohne Frage. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe 20 Jahre geraucht. Ne? Ich hatte 4 Jahre Unterbrechung während meiner Ausbildung und während der Ausbildung von meinem Freund. Haben wir irgendwie nicht geraucht und dann haben wir wieder angefangen, weil wir dumm waren einfach. Und dann war da Junggesellenabschied, Party, Alkohol, Rampampam.
Und dann hatten wir wieder angefangen, also im Prinzip 16 Jahre, aber ich habe vor 20 Jahren angefangen. Und dann ist es halt nicht so leicht, eigentlich aufzuhören. Aber mir ging es ja eher am Anfang der Schwangerschaft schlecht, von daher machte das im Braten jetzt auch nicht mehr unbedingt fett. Aber es fällt mir nach wie vor wirklich schwer. Ich hatte heute auch einen Post dazu auf Instagram gemacht, der sehr bewegend tatsächlich auch für mich war. Ich habe halt kein Ventil und das ist so ein kleines Problemchen für mich, weil ich, ja, wie soll ich das denn sagen, ne? Das ist nicht einfach, Leute. Ich hatte immer Ventile, die nicht unbedingt so nett für meinen Körper waren. Also Borderline-Störung war halt bei mir halt echt damals immer ein Ventil, ne? Ja, und Rauchen halt, ne? Alkohol, aber das sind halt alles Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt während der Schwangerschaft praktiziere und eigentlich auch nicht mehr in meinem Leben machen möchte, weswegen ich auch in Therapie bin, also was die ganzen Kopfsachen und so angeht. Ich habe jetzt mir gedacht, so zwischendrin mal ein Spray ist gar nicht verkehrt, weil es ganz schön warm ist. Und ja, deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig für mich, dann auch so mit der aktuellen Situation meiner Großeltern klarzukommen. Aber man tut, was man kann, ne? Oh, das riecht wirklich angenehm. Ich liebe Wassermelone. Oh, das ist mein Spiegelnass. Das habe ich toll gemacht. Genau. Aber es wird schon werden, ne? Ich habe ja auch, ich habe super viele verständnisvolle und sehr helfende Menschen um mich herum. Und das ist auch richtig und wichtig. Mein Freund ist da einfach an meiner Seite, der mich da einfach verstehen kann und mir hilft, ne? Und das finde ich auch sehr bemerkenswert. Da hatte tatsächlich auch jemand geschrieben, ob ich irgendwie so zu langjährigen Beziehungen was sagen kann. Ich wusste jetzt nicht genau, wie die Person das meinte. Ja, ich habe eine langjährige Beziehung mit meinem Freund. Wir sind ja bald 17 Jahre zusammen. Wir sind sehr, sehr früh zusammengekommen. Wir waren sehr jung. Man darf sich natürlich niemals die Illusion aufbürden, ganz ehrlich gesprochen, ne, dass man sagt, wir lieben uns so sehr, wir werden hundertprozentig und ohne Zweifel bis an unser Lebensende zusammen sein. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das ist auch das, was wir machen, wo wir auch dran arbeiten. Ne? Also wir setzen vieles und eigentlich alles, was wir können, halt dran, dass wir eine faire und eine gute Beziehung halt führen. Eine Beziehung ist etwas, was du halt immer wieder auch auffrischen musst und wo du halt jetzt nicht sagen kannst, so, jetzt sind wir zusammen und dann machen wir nie wieder irgendwas, Entschuldigung, an der Beziehung. Kannst du einfach nicht machen, ne? Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich ihn habe und dass wir halt beide auch so ticken, dass wir da halt immer wieder an der Beziehung auch arbeiten wollen und es auch tun, dass wir recht offen miteinander reden. Klar, jetzt gerade nerven mich halt auch manche Punkte mehr. Deswegen bin ich hochgezogen, Leute. Keine Frage, ne? Ich nehme jetzt hier diesen Mini-Jacomob. Und ja. Es gibt Gründe. Es gibt Gründe. Aber das ist auch gut so, weil er ist jetzt ja auch die ganze Zeit im Homeoffice und so, ne? Und dann ist es gut so, dass wir uns halt jetzt nicht irgendwie 24 Stunden am Tag sehen. Weil das ist halt auch eine Neuheit gewesen. Denn dadurch, dass ich halt voll selbstständig geworden bin, bin ich jetzt ja auch voll zu Hause, ne? Und arbeite nur von zu Hause. Und da ist es dann gar nicht so leicht, das Ganze unter einen Hut zu bekommen und trotzdem sich dann ja auch noch irgendwie aufregend zu finden. Ne? Ich meine, macht euch keine Sorgen, offensichtlich finden wir uns sehr aufregend, ansonsten wäre ich nicht schwanger. Aber ne? Das ist halt echt so eine Sache, da muss man immer wieder dran arbeiten. Das ist super wichtig. Wir sind beide Scheidungskinder, dementsprechend wissen wir auch, dass langjährige Beziehungen irgendwann mal in die Brüche gehen können. Da muss man halt auch den Realismus beibehalten. Und den haben wir auch. Aber trotzdem, wir genießen es, dass wir halt uns haben, weil wir uns sehr, sehr gerne haben. Und ja, genießen es, zusammen zu sein. Wirklich, weil wir beide, wir passen auch zusammen wie Arsch auf Eimer. Das kann man nicht anders sagen. Also das merken Menschen, wenn sie uns begegnen. Die sagen dann auch immer, das ist so erfrischend, wie ihr so zusammen seid. Ne? Weil wir nicht, wir sind halt, wir sind kein Pärchen, was ich jetzt irgendwie die ganze Zeit abknutschen würde. Das haben wir natürlich am Anfang unserer Beziehung enorm gemacht, gerade auf Partys. War großartig, war auch toll. Ich glaube, das würden wir auch immer noch auf Partys machen. Und gibt halt nicht so viele Gelegenheiten aktuell dafür, ne? Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen, sind wir halt sehr harmonisch miteinander, ne? Klar, manchmal streitet man sich,
Aber wenn man sich streitet, sollte man das Ganze halt auf einer sehr fairen Basis halten. Ne? Dass man halt jetzt nicht irgendwie sagt, oh mein Gott, wir schlagen uns da die Köpfe ein und werfen uns da irgendwelche Sachen vor, die einfach uns gerade einfallen und nachher bereut man das. Nee, definitiv nicht. Also wenn wir miteinander streiten, dann ist es halt mehr so ein normales Gespräch, dass wir miteinander zusammensitzen und uns einfach darüber unterhalten, was uns einfach aktuell nicht gefällt, ne? Oder warum wir gerade vielleicht pieselig sind oder keine Ahnung, warum man kurz davor ist, sich gegenseitig den Hals umzudrehen oder so. Es ist halt sau wichtig, dass man dann halt offen, ehrlich und verständnisvoll miteinander kommuniziert und vor allem Sender und Empfänger müssen auch in dem Sinne dann bereit sein, solch ein Gespräch zu führen. Ne? Wenn du da jemanden bei hast, der supermäßig nicht kritikfähig ist und jeder Kritik ausweicht und dann den Raum verlässt oder so, dann ist das natürlich nicht die richtige Art und Weise. Aber ja, also bei uns ist halt die Basis immer, dass wir halt wissen, dass wir uns lieben, dass wir uns unglaublich schätzen und respektieren und so. Und dass wir halt auch so miteinander umgehen, ne? Dass wir uns auch nicht gegenseitig verletzen wollen. Ganz im Gegenteil, wir sind immer füreinander da. Egal, wie schlecht es einem gerade selbst geht, man ist immer für den Partner da. Also wir. Jo, habe ich euch gerade gezeigt, welches Puder das war? War das Nabla? Genau, ist aber auch alles in der Infobox verlinkt. Und ja, ne? Deswegen, ja, weiß ich nicht, das ist halt so unser Zusammensein. Und ansonsten, dass man halt auch, wenn man bald 17 Jahre zusammen ist, sich trotzdem noch irgendwie Blumen schenkt oder wenn ich jetzt hier einen Werkzeug-Adventskalender auspacke oder so und ihm damit eine Freude mache, der grinst über beide Backen wie so ein kleines Kind, was gerade irgendwie ein Weihnachtsgeschenk bekommen hat. Das sage ich euch. Und das weiß ich halt. Ich weiß, womit ich meinem Freund eine Freude machen kann. Manchmal merke ich halt auch einfach, dass der seit Stunden darüber nachdenkt, dass er noch irgendwie die Spülmaschine ausräumen sollte oder Küche machen sollte oder sonst irgendwas und dass ihm das mega auf den Sack geht und dass er da einfach gerade keinen Bock drauf hat. Ja gut, und dann bin ich gerade in der Küche und denke mir, gut, die 10 Minuten hast du ja gerade noch so über, dann mache ich das. Und dann hat er irgendwann mal den Entschluss gefasst, dann doch die Küche zu machen, geht in die Küche und freut sich einen Keks. Ne? Also das ist halt so, dass man sich irgendwie gegenseitig halt auch eine Freude macht. Auch, dass er jetzt zum Beispiel gerade sich mega um das Kinderzimmer kümmert. Das ist für mich halt auch ein Traum. Ne? Und freut mich halt auch sehr. Es dauert manchmal ein bisschen, aber wenn dann, dann wird es auch immer richtig, richtig schön. Und dass ich schwanger bin, hat sowieso einiges hier, was die Renovierungsarbeiten und so angeht, vorangebracht, was ich sehr begrüße, weil mir das wirklich sehr lange sehr auf den Keks gegangen ist, dass hier oben ja zum Beispiel die Wohnung halt auch leer stand, ne? Und darauf gewartet hat, renoviert zu werden und wir uns halt erstmal aufraffen mussten, um das zu tun. Ja, dann hatte ich dann kurz bevor ich schwanger geworden bin, hier meinen Nestbautrieb bekommen und habe hier schon mal angefangen. Und dann bin ich schwanger geworden. Ne? Das ist einfach total witzig eigentlich, weil eigentlich müsste der Nestbautrieb jetzt erst einsetzen. Er war schon da, bevor ich schwanger war. Ja, also so viel zu Partnerschaft, Beziehung und so weiter. Natürlich, es wird auch immer wieder gefragt, heiratet ihr auch mal und so, ne? Ja, schon, ne? Wollen wir auch sehr wahrscheinlich noch, ist übrigens jetzt hier in der Farbe Peach Heaven, vor der Geburt machen, aber dann halt wirklich wahrscheinlich nur mein Freund und ich eben zum Standesamt heiraten, bums fertig aus. Nichts Romantisches oder so. Denn letztendlich, wie wir unsere Liebe feiern, ist ja auch, wie wir uns lieben. Ne? Also unsere Hochzeit wird auch nicht so eine Prinzessin-Hochzeit oder sowas werden, sondern es wird einfach eine sehr coole Hochzeit werden, wahrscheinlich barfuß am Strand. Wir haben ja auch einen bekannten See, wo man einfach dann auch barfuß so eine freie Trauung machen könnte, weil ich bin ja schon länger nicht mehr in der Kirche drin. Nicht, weil ich nicht gläubig bin, das stimmt nicht, sondern weil ich nicht mit den mit der Art und Weise, wie die Kirche mit manchen Themen umgeht, komme ich einfach nicht mit klar. Und genau, also ich bin extrem, extrem gläubig, bin ich wirklich, ne? Also ich bete oft, führe meine Gespräche mit dem jungen Mann dort oben und egal. Bin halt auch, habe ich auch schon öfters mal erzählt, ne, dass ich halt auch an Engel glaube und sowas. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Geschichte, weil halt die, ja, meine Großeltern mütterlicherseits sehr früh verstorben sind und so gehe ich zum Beispiel auch sehr gut mit dem Tod um, meiner Meinung nach, dass ich halt davon ausgehe, dass die verstorbenen Menschen
uns als Schutzengeln zur Seite stehen. Das ist quasi deren, ja, deren Aufgabe nach dem Tod, ist, dass sie das halt auch einfach gerne machen. Und weil ansonsten wären mir viele Dinge einfach schlimmer passiert, als sie mir passiert sind, glaube ich jedenfalls. Aber das ist ein anderes Thema. Der ist intensiver, als ich dachte. Kann man nicht anders sagen. Das ist krass. Das ist echt krass. Und ich finde den voll schön. Der ist matt. Mag ich gerne leiden. Und halbe Stunde ist sofort voll. So, dann kommen wir mal zu den Produkten von Byenna und beziehungsweise Byenna Beauty. Da habe ich hier einmal Bronzer und Highlighter. Das möchte ich mit euch zusammen ausprobieren. Und gleich am Ende haben wir auch nochmal den Lippenstift. Den Bronzer habe ich in der Farbe 01 Ivory. Und ja, da möchte ich halt auch noch ein bisschen was zu sagen. Wir haben 100% vegane, zertifizierte Naturkosmetik. Gestern habe ich mir den tatsächlich auch schon mal aufgetragen gehabt, mal wieder. Ne? Ich greife da einfach gerne zu, weil der halt nicht zu bam in your face ist. Der ist halt sehr subtil und den mag ich gerne leiden. Dann nehme ich jetzt einfach den gleichen Pinsel von eben. Wir haben ja auch leichte Schimmerpigmente mit drin. Und ich muss mal eben kurz gucken. Aus München kommen die, genau. Und das, was ich halt auch so cool finde, ist, dass es halt vegan und tierversuchsfrei ist und auch noch diese Zertifizierungen mit dabei sind, ne? Das haben die sich jetzt auch schon echt krass auf die Fahne geschrieben. Geschrieben. Warum? Reden. Und ja, das finde ich echt sehr bemerkenswert, weil solche Zertifizierungen, Leute. Ich habe selber damals in einem Unternehmen gearbeitet, wo auch Zertifizierungen nötig waren. Ne? Das war im Tierfuttersegment und auch im Lebensmittelsegment, aber auch im Gesundheitsmittelsegment. Das ist nicht günstig. Also das spricht wirklich dann immer auch für die Marke, dass sie sich das halt auch, ja, kosten lassen. Ne? Die platzieren sich oder positionieren sich auch selbst eher im Luxussegment. Deswegen haben wir da auch entsprechende Preise, ist klar. Aber ihr seht jetzt hier auch zum Beispiel, wie smooth das aussieht. Wir haben das nicht fleckig, wir haben es wirklich ebenmäßig, wir haben das schön eingeblendet. Ne? Das mag ich halt gerne leiden. Und die fangen jetzt halt auch erstmal vorsichtig an, dass die gesagt haben, Mensch, wir möchten jetzt erstmal drei Produkte in verschiedenen Farben halt, ne, auf den Markt bringen. Das ist in dem Sinne jetzt hier der Bronzer, das ist der Highlighter, den wir gleich sehen werden und das ist auch das Lippenprodukt. Und ja, denn die Entwicklung von wirklich hochwertigen Produkten, wo man sich wirklich auch mit Inhaltsstoffen beschäftigt und so, braucht halt doch ein bisschen länger, als dass man wie andere Marken irgendwie gefühlt jede Woche eine neue Kollektion auf den Markt wirft, ne? Wisst ihr Bescheid. Und da hast du halt einfach etwas Hochwertigeres, was du dann auch in deinem Gesicht hast. Und ich mag einfach diesen Effekt, den die Produkte machen. Und sie lassen sich halt schön aufbauen. Ich habe ja auch hier die allerhellste Farbe genommen. Jetzt ist Sommer, da sieht man bei mir dann natürlich die allerhellsten Farben schon noch im Gesicht, weil ich ja auch, ne, super hell bin. Aber ich baue es dann lieber ein bisschen mehr auf, einfach weil ich es halt gerne mag und weil ich weiß, dass ich nachher auch Adventskalender auspacke und so. Und da ja, brauche ich dann immer ein bisschen mehr Kabum. Und für die Kamera und so muss ich mich hier auch immer ein bisschen intensiver schminken, als das jetzt im realen Leben nötig wäre. Genau. Ja, und da kann ich euch nur sagen, dass ihr gerne mal auf der Homepage vorbeischauen könnt und natürlich dann auch mit meinem Code etwas sparen könnt, was ich auch immer sehr freundlich finde. Und das ist eine sehr, sehr nette Kooperation, die ich dort auch habe. Eine sehr freundliche Kommunikation. Und, genau, hochwertige und super pflegende Inhaltsstoffe, zum Beispiel Hyaluron, Vitamin E, Rizinusöl und so weiter. Keine Chemie, kein Rampampam, richtig schön. Und wir haben ein Packaging aus 100% recyceltem und recycelbarem Material, was ich halt auch schön finde. Ich weiß gar nicht, war das nicht sogar mit Refills? Ja, genau, du kannst hier hinten nämlich, wenn du irgendwann mal diesen Highlighter oder den Bronzer halt leer gemacht hast, ne, kannst du dir einfach das Refill dann da reinmachen. Und das finde ich auch total nachhaltig, weil dann hast du halt nur einmal diese Verpackung. Ne? Da arbeiten ja auch immer mehr Hersteller mit und das finde ich einfach gut. Ne? Gerade wenn es halt auch einfach was ist, was jetzt nicht so super günstig ist, weil die Verpackung ist schon hochwertig. Ne? Hier habe ich jetzt den Highlighter, habe ich in der Farbe 01 Champagne. Ein Champagner-Highlighter habe ich in Highlighter-Pinsel. Ja, das wäre was gewesen, da, ne? Ich nehme jetzt einen Blendepinsel. Was soll der Falschgeiz? Genau, und ich mag den auch gerne. Der ist mehr so Gold-Champagner. Also das wäre jetzt so ganz leicht aufgebaut. So würde ich den jetzt auch tragen, wenn ich jetzt nur so, ja,
privat rausgehen würde. Ne? Da sieht man den wirklich kaum, aber man sieht ihn. Und wenn ich das jetzt hier für die Kamera mache, da gönne ich mir dann nochmal ein bisschen mehr. Ne? Da kommt er hier ein bisschen großflächiger, weil ich will hier nicht nur einen Streifen haben. Und du hast hier einen schönen Highlighter, der, ich finde, ja, nicht wirklich groben Glitzer mit drin hat. Also das ist, nö, überhaupt nicht. Also das ist ein schöner Highlighter, der so einen leichten Goldschien hat. Also halt Champagnergold, ne? Und sehr sanft, sehr schön, aufbaubar. Und wenn man ihn aufgebaut hat, dann knallt er. Ne? Das ist das. Genau, ja. Naturkosmetik. Darüber wollte ich auch noch mit euch reden. Ich habe ja damals immer einen großen Bogen um Naturkosmetik gemacht, ne? Und ich finde einfach immer mehr, dass Naturkosmetik mittlerweile halt auch echt aufholt. Also, dass die quasi auch immer coolere Produkte rausbringen. Die stinken nicht mehr. Das stinkt gar nicht. Gar nicht. Sonst hat man das echt immer gehabt, dass alles, was Naturkosmetik hieß, gestunken hat bis zum Himmel, meiner Meinung nach, also in meiner Nase. Mittlerweile ist das einfach nicht mehr der Fall. Ne? Du hast einfach auch coolere Produkte. Du hast dieses scharfe Verpackungsdesign mit diesem Weiß-Gold oder Weiß-Rosé-Gold. Das ist ja eigentlich, ne? Ist einfach hübsch. Und es ist einfach nicht mehr so verstaubt, wie das damals halt war, als ich auch mit YouTube angefangen habe. Und das begrüße ich einfach sehr, weil es einfach wichtig ist, dass man auch ein bisschen halt darauf achtet, dass man jetzt nicht irgendwelche Inhaltsstoffe sich ins Gesicht knallt, auch wenn man sie am Ende des Tages wieder abwaschen sollte, wenn es halt dekorative Kosmetik ist. Ne? Faden verloren. Dass man auf Inhaltsstoffe achtet, genau. Dass man da halt nicht irgendein Rampampam sich ins Gesicht knallt. Und das machen diese Produkte halt definitiv nicht. Sie haben halt, wie auch eben schon gesagt, echt gute Inhaltsstoffe, was natürlich gleich beim Lippenstift nochmal umso mehr deutlich wird, weil man dadurch halt die Pflegewirkung merkt. Ich finde, bei Puderprodukten merkst du es nicht so intensiv. Klar, jetzt durch den Bronzer und durch den Highlighter sehe ich auf jeden Fall, dass ich nicht so eine krasse Puderschicht oder so auf dem Gesicht liegen habe, ne? Sondern dass es eher so eine verschmolzene Geschichte ist. Aber ja, ne? Finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. So, vielen Dank, Bayana, dass wir wieder eine Kooperation zusammen haben durften und dass ich auch wieder euren Code halt mitteilen durfte. Jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Und den hatte ich, glaube ich, mir mal gekauft sogar, ne? 03 Soft Blond, krasses Pferd. Vielleicht mal zu einem etwas traurigeren Thema, zu einem Thema, was vielleicht etwas tiefgründiger ist. Ja, das Problem ist einfach, also ich habe das auch, wie gesagt, gestern schon oder heute schon dann in meinem Post dann auch geteilt, ne? Für die Leute, die mir auf Instagram noch nicht folgen, macht das sehr gerne. Ich heiße dort Aidwike P, das ist Claudia rückwärts. Und dann kommt ein P dahinter. Ja. Ich weiß nicht, warum ich damals diesen Namen gewählt habe. Ist ziemlich crazy. Aber mittlerweile ist leider Claudis Welt nicht mehr vorhanden. Also quasi der Name, dass ich den nehmen könnte. Kann sein, dass ich dann irgendwann mal umswitche, weil irgendwie... Ja, es ist halt schwierig, ne, mich zu finden. Aber gut. Auf jeden Fall. Der Start in das neue Jahr fing für mich, was meine Familie anging, nicht ganz so positiv an. Mein Schwiegeropa in Spe, ja, also der Opa von meinem Freund, ist verstorben nach, ich weiß nicht, was sagte meine Schwiegermama letztens, wie lange die den gepflegt haben. Es ist schon eine Weile, ne? Der war auch über 90. Also alle haben ihr Leben gelebt, ja, ist klar. Aber wenn man halt emotional an Menschen hängt, ist es immer ein bisschen schwer loszulassen. Trotzdem ist es so, dass ich immer der Ansicht bin, dass man die Menschen gehen lassen sollte, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ja, bei meinem Schwiegeropa war das so, dass es schon echt ein Schlag in die Magengrube war und wir auch sehr traurig darüber waren, also mein Freund und ich. Und als wir das halt gerade so verdaut hatten, ist mein Opa ins Krankenhaus gekommen. Oma und Opa hatten vorher schon so ein bisschen über Weihnachten, dass da Coroni am Start war und dass die beiden halt auch nicht ganz so, dass es denen nicht so gut ging, ne? Dass man halt gemerkt hat, die beiden werden halt immer älter. Du wirst es nicht verhindern können, dass irgendwann auch dort der Sensemann vor der Tür steht und sagt, Mensch, jetzt ist auch mal Zeit hier, ne? Klar. Das ist uns schon irgendwie bewusst, aber wir hätten niemals damit gerechnet, dass das Ganze irgendwie gefühlt so plötzlich geht. Also
Ja, weil irgendwie hat man das noch so im Hinterkopf, dass man letztens erst mit Opa irgendwie, keine Ahnung, rumgeschenkert hat. Oder ich meine, vor ziemlich genau einem Jahr, das weiß ich noch, mein Opa hatte sich so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist so ein kleines, ja, so ein kleiner fahrbarer Rollstuhl oder so, oder so ein Mini-Auto, halt nur ein einziger Sitz, ne? Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt dafür ein Kennzeichen gebraucht hat oder so. Da ist er auf jeden Fall vor ziemlich genau einem Jahr mit durch die Wallamucken nämlich gefahren. Und ich hatte dann auch zu dem Zeitpunkt oder an dem Tag auch irgendwie einen halben Tag frei gemacht oder eher Feierabend oder so. Und bin dann auch durch die Wallamucken fahren oder musste durch die Wallamucken fahren, weil irgendwie eine Bombenentschärfung war. In irgendeinem Kaff. Keine Ahnung, frag mich nicht, ne? Hier auf dem Land ist manchmal alles ein bisschen verrückt. Auf jeden Fall war das echt super, super zufällig und ja, ich bin da mit Navi dahergefahren und wusste überhaupt nicht, wo ich bin und war schon halb am Verzweifeln, weil ich halt irgendwie vollkommen koordinationslos durch die Gegend gefahren bin. Und dann habe ich so aus der Ferne dieses weiße Mobil. Ich glaube, mein Freund sagt dazu Gogomobil, aber ich glaube, das ist kein Gogomobil gewesen. Auf jeden Fall habe ich das schon aus der Ferne gesehen und mir gedacht, ha, das wäre doch witzig, wenn ich jetzt Opa treffen würde, ne? Und ja, tatsächlich, ich kam immer näher und näher und das Gefährt kam mir immer bekannter und bekannter vor. Und dann habe ich ihn überholt. Und dann guckte er nur aus seinem Gogomobil raus. Kann man das nachstellen? Ich weiß es nicht. Ungefähr so. Quasi beim Fahren erst mich böse angeguckt hat, so nach dem Motto, was will, überholt mich hier jemand? Und dann, oh, das ist ja Claudia. Und dann haben wir angehalten und gequatscht und so und zusammen eine geraucht und so, ne? Ja. Und das habe ich halt noch so im Hinterkopf gehabt und dann ist halt irgendwie gefühlt alles so bergab auf einmal gegangen mit seiner Gesundheit. Und jetzt gerade so zum Anfang des Jahres hatte er auch einen Zuckerschock und lag im Krankenhaus, wurde reanimiert, obwohl er eine Patientenverfügung hat, die sagt, dass man das nicht soll, aber die lag nicht vor. Und dann ist alles irgendwie in eine Binsen gegangen und so. Und seitdem hat er halt so hart abgebaut und das tut mir extrem leid für ihn, denn der war nicht so, nie. Also Opa war oder ist kurz vor 90, also der ist glaube ich 88, 87, 88 so den Dreh. Müsste 88 sein, ne? Da habe ich die Schnapszahl jetzt gekriegt. Und ist halt auch immer so ein Lebemann gewesen. Der hat sein Leben immer genossen, was auch gut ist, ne? Der war auch immer Familienoberhaupt und ja, ein glücklicher Mensch halt. Und man merkt ihm halt an, dass er super unglücklich damit ist, wie es jetzt geworden ist. Nämlich, dass er so plötzlich ans Bett gefesselt ist, dass er so plötzlich alles nicht mehr kann. Was er nie wollte. Er wollte immer selbstbestimmt sein und so, ne? Ja, und dann war ich halt auch gestern dort vor Ort und da habe ich dann auch gemerkt, wie krass die Situation ist. Und das hat mich sehr traurig gemacht, Leute. Da musste ich echt schlucken. Da musste ich danach auch mit meinem Papa telefonieren und so. Das war nicht leicht. Das war überhaupt nicht leicht, weil ich halt gemerkt habe, das ist echt, also Opa will gehen. Er will einfach gehen und dann ist es eigentlich fair, ihn gehen zu lassen. Aber, ne, da kannst du nur darauf hoffen, dass er irgendwie ganz sanft im Schlaf dann einschlafen darf oder so. Man weiß es nicht. Ja, ich verwende jetzt dieses Brow Fix Shaping Wax. Und, ja, das ist mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen und dann in solchen Momenten ist es dann für mich, also. Mein Baby im Bauch hat dann auch rebelliert, ne? Weil er dann halt auch gemerkt hat, dass es mir nicht gut geht, dass Mami gerade ganz, ganz traurig wird auf einmal. Und ich habe nicht geweint. Ich habe bei Opa auch gestanden und ihm die Wange gestreichelt. Ich habe ihm auch ein Tschüssküsschen gegeben auf die Wange und so, ne? Aber es ist einfach hart, wenn du jemanden so leiden siehst, wenn du siehst, dass ein Mensch, der eigentlich immer stark war, immer krass drauf war, halt jetzt einfach nicht mehr die körperlichen Möglichkeiten hat, weil der Körper irgendwie Ciao, Kakao sagt. Und das finde ich halt immer so, so frech, wenn das halt im Alter passiert. Und da weiß man halt nicht, wie will man sich selber darauf vorbereiten, wie willst du dein Umfeld darauf vorbereiten, dass sowas halt einem selbst oder dem Umfeld halt nicht passiert. Das kannst du nicht, ne? Und ich finde es einfach unfair. Naja, aber gut, er hat, ja.
Er hat sich darüber gefreut, dass ich da war, das habe ich gemerkt. Und ja, meine Oma hat sich auch gefreut. Die ist halt einfach nur total ängstlich, weil sie auch nicht weiß, was wird und so. Und sie wünscht sich halt, dass Opa sie halt nicht verlässt. Aber ja, das ist halt auch eine Glaubensfrage, Leute. Und das darf man halt auch irgendwo nicht anders sagen, ne? Oder sich halt nicht anders vorstellen. Glaubt man an das Leben nach dem Tod? Oder woran glaubt man, was kommt? Woran hält man fest und so? Das sind dann halt immer so die Fragen, die man sich einfach stellt und womit man konfrontiert wird, was halt vielleicht im Vorfeld nicht ganz so Thema für einen war, auch wenn meine Oma natürlich schon einige Familienmitglieder und so verloren hat, aber trotzdem ist es halt nie realer, als wenn der Mensch, mit dem du ja immer an einer Seite gelebt hast, mit dem du eine Familie aufgebaut hast, dich verlässt. Also so viel halt auch zu langfristigen Beziehungen, ne? Boah, wann sind meine Großeltern zusammengekommen? Die haben ja auch schon Diamantenhochzeit jetzt gehabt. Sind das 70 Jahre? Weiß ich gar nicht. Oder 60, 65? Ich weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall, die konnten sie halt auch noch ein bisschen feiern. Da war halt Corona-bedingt es leider nicht möglich, das groß zu machen. Das heißt, die haben das halt bei sich ganz normal im Garten gemacht mit der Familie. Ich weiß gar nicht, warum wir nicht mit dabei waren. Wir konnten irgendwie nicht. Weiß ich gar nicht. Also mein Freund und ich, ne? Wir sind nicht gekommen. Naja, auf jeden Fall kannst du dich halt auf manche Situationen noch so gut vorbereiten, wenn die Situationen dann eintreten, dann ist eh alles ganz anders. Und das ist halt echt problematisch, finde ich, ne? Und ich merke halt in der Situation, dass meine Oma dann halt auch super traurig ist und auch ein Stück weit altert für sich. Aber in der Situation geht es halt eher um meinen Opa. Und da muss dann natürlich das Augenmerk drauf gelegt werden, wobei es natürlich dann die Frage für meine Oma ist, wie geht's weiter, weil sie halt auch nicht mehr so gut kann und so, ne? Also Fragen über Fragen, die einen dann halt beschäftigen, dann wie es halt wahrscheinlich auch bei euch allen dann auch so ist, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass wenn halt solche Extremsituationen in Familien auftreten, dass die Familien auch oft zerbrechen, ne? Weil das Familienoberhaupt halt einfach nicht mehr da ist, um die Familie zusammenzuhalten. Opa hat dafür nicht mehr die Kraft. Und ja, das ist dann nicht so schön, muss ich sagen, ne? Naja. Jetzt habe ich meine Augenbrauen gemacht. Dieses Brow Freeze muss ich mich noch ein bisschen rantasten, aber ich finde es auf jeden Fall besser und das ist total crazy als das Anastasia Brow Fix. Das habe ich nämlich weitergegeben. Das fand ich nämlich ganz furchtbar. Aber das hier mochte ich jetzt gerne leiden, tatsächlich. Ja, so viel dazu. So, jetzt gucke ich mal zum einen, welche Palette ihr euch jetzt ausgesucht habt aus dem neuen Sortiment von Catrice. Da hatte ich nämlich auf Instagram eine Umfrage gemacht. Und ob es vielleicht noch ein schönes Thema gibt, über das wir hier reden können, Leute. Wäre ja cool. Achso, ich mache da auch übrigens jetzt in letzter Zeit öfters mal so Umfragen, wenn ich Kooperationsanfragen bekomme, ob euch das interessieren würde, dass ich einfach für mich weiß, ob ich da jetzt mit der Kooperation euch glücklich machen würde oder eben eher nicht so. Jo, mit 66% habt ihr euch nämlich für die Rainforest Haze Palette entschieden. Das ist diese hier. Ich weiß nicht, die ist neu. Die ist echt neu. Das finde ich sehr interessant. Gibt es Regen oder nicht? Ich gucke nach draußen. Ich wünschte, es gäbe Regen, Leute. Tequit. Morgenroutine. Ja, das kommt jetzt gerade nicht so in Betracht. Schwangerschaft. Ich liebe es, wie du über dein Baby sprichst. Dann strahlen deine Augen so von Elvira Wolf. Süß. Meine Schwangerschaft, da habe ich da eben schon drüber geredet, ne? Es ist mal besser und mal schlechter, ne? Aber wir gucken uns aber erstmal die Palette so ein bisschen an. Die erinnert mich schon so ein bisschen an, ja, an viele Paletten, die ich auch schon habe, weil die so grün ist. Ich hatte mal von, war das Essence aus einem Sortiments-Update ja auch so eine grüne Palette. Die hat aber leider nicht so die Pigmentierung gehabt, was mich halt echt traurig gemacht hat, muss ich gestehen. Oh Mann, ey, von diese Folien! Aber die finde ich gerade wirklich sehr ansprechend. Die fand ich auch online sehr ansprechend. Und Catrice kann halt einfach Lidschattenpaletten, ne? Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Hoffnung, dass es funktioniert. Hole ich euch mal ein bisschen näher ran. Komm mal näher hier. Gönnt euch auf jeden Fall auch immer wieder was zu trinken, ne? Das ist super wichtig. Kaffee soll ich übrigens trinken, ne? Hat meine hier Hebamme mir auch sehr intensiv halt gesagt, ne? Dass es Sinn ergeben würde. Wie fühlst du dich gerade im Moment? Gerade im Moment warm, gemischte Gefühle, weil ich mich einerseits
einfach freue, dass aktuell alles so läuft, wie es läuft. Also nicht alles, dass vieles so läuft, wie es läuft. Und andererseits halt traurig, weil ich mir halt Gedanken um Opa mache, ne? Babyparty. Auf welchen Adventskalender freust du dich? Langjährige Beziehung. Okay, das machen wir jetzt einfach mal so ein bisschen. Babyparty. Ich wohne auf dem Dorf, da gibt's sowas nicht, bin ich ehrlich. Also eine Babyparty in dem klassischen Sinne habe ich noch nie erlebt. Hat es hier bei uns noch nicht gegeben. Wirklich nicht. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht die Erste sein, die sowas macht. Bei uns in der Clique haben schon ganz, 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 ganz viele Pärchen Kinder. Und da gab es im Vorfeld keine Babyparty. Was halt bei uns gemacht wird in der Clique, ne, das ist, dass wir uns was schenken. Und zwar die Clique schenkt dann der Gebärenden, dem Baby, eine Schnullerkette mit Namen. Und ja, das wird dann immer kurz nach der Geburt gekauft und dann übergeben und so. Aber es ist halt nicht dieses klassische Babyparty. Was wir bei uns hier auf dem Land machen, ist Kindpinkeln, so nennt sich das. Meistens ist die Frau zu dem Zeitpunkt des Kindpinkelns, und ich merke gerade, hier sind ja einfach nur 3 matte Töne drin. Krass. Okay, die Frau ist zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht da. Die ist noch im Krankenhaus zusammen mit dem Baby. Aber in genau dem Moment, wo das Baby geboren wurde, lädt der Mann dann ein. Und die ganze Clique und Familie und Rampampam und so kommen dann vorbei. Und dann gibt es die Baby-Kindpinkel-Geschichte. Das heißt, eigentlich müsste man dafür einfach das Kind hochhalten, das pinkelt. Ne? Das ist das klassische damals Kindpinkeln. So wird es hier halt nicht mehr gemacht. Es ist halt, dass, ja, dass das einfach begossen wird mit Alkohol. Wir suchen uns hier immer wieder Möglichkeiten, um uns zu treffen und einen zu heben, weil man sonst halt einfach nicht so viele Möglichkeiten dazu hat hier, weil wir einfach weit weg von der Welt leben gefühlt. Und dann nimmt man halt solche Traditionen mit. Ja, und das Kindpinkeln gehört halt dazu, ne? Meistens helfen dann die Mütter, Schwiegermütter, wie auch immer, dann auch immer so ein bisschen dabei mit der Beköstigung und sauber machen und so, weil die Männer damit manchmal etwas überfordert sind. Aber ja, wir hatten das halt auch schon, weil teilweise bist du ja gar nicht mehr so lange im Krankenhaus, ne? Dass dann die Mütter schon zu Hause waren, wenn das Kind pinkeln war, aber das ist eher selten tatsächlich. Und ansonsten, ja, muss der Mann sich halt drum kümmern. Finde ich jetzt aber auch gar nicht so verkehrt. Also ich wäre gerne beim Kindpinkeln einerseits dabei, andererseits denke ich mir, nö, soll Schatzi mal den Stress haben. Und ich bin dann ganz entspannt im Krankenhaus mit Babyboy und chill vor mich hin, während er dann hier auch schön aufräumen muss und so ein Kram. Ist auch mal ganz nett, ne? Ja, aber mittlerweile ist man dann ja auch ein bisschen älter. Die ersten Schwanger oder die ersten Niederkünfte, sage ich mal, ne, waren dann halt auch von etwas Jüngeren. Aber mittlerweile sind wir alle etwas älter geworden. Und dann hat man sowas da wie irgendwie ein Bierwagen oder war das beim Hahn holen oder war das tatsächlich beim Kindpinkeln? Ich glaube, das war beim Hahn holen von meinen Freunden. Da hatten die auch irgendwie so einen professionellen Griller und sowas da. Nee, das war beim Hahn holen, glaube ich, ne? Ja, ansonsten auch so ein Pommeswagen oder sowas. Oder man haut einfach ein paar Würstchen auf den Grill. Ganz entspannt, ja. Aber das ist halt hier bei uns Tradition. Dafür gibt es halt keine Babyparty, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Das ist einfach bei uns nicht, gibt's nicht. Nee, wüsste ich auch nicht, dass das irgendwer mal irgendwie gemacht hätte. Also jedenfalls nicht in meinem Umfeld, ne? Ja. Schönes Froschgrün, und das sind tatsächlich die 3 matten Töne. Also der, den ich als Base genommen habe, der, den ich mir irgendwie in die Lidfalte reingemüselt habe, und der. Ja, ist ein bisschen wenig, oder? Eigentlich schon. Okay. Adventskalender, und auf welchen ich mich am meisten freue. Wow, ja, wow. Ehrlich? Ich bin eigentlich ein absoluter Fan von Beauty-Adventskalender, das wisst ihr. Die gibt es auch, also die meisten Adventskalender, die ich zeige, sind ja Beauty-Adventskalender. Aber da freue ich mich mega auf Dalton, klar. Auf Glossybox freue ich mich auch mega. Da bin ich super gespannt drauf. Den habe ich heute bestellt. Hätte ich, glaube ich, gar nicht gemusst. Ich glaube, ich kriege auch einen zugeschickt. Aber ne, dann habe ich halt einen zum Verlosen. Müssen wir mal gucken. Wir kriegen das schon hin. Und da bin ich auch tatsächlich bei Glossybox auf dem Event eingeladen. Das müsste tatsächlich,
wenn ihr das Video seht, nächste Woche sein. 8. September müsste das sein, genau. Da bin ich dann in Berlin, fahre ich mit Zug hin und habe mir schon ein schönes Hotel gebucht am Alexanderplatz. Werde dann irgendwie abends vorher Maxim und Danny treffen. Da hatte Danny schon gesagt, dass die eigentlich uns gerne einladen würden, aber mein Freund muss ja arbeiten, ne? Und ich kann ihn ja auch nicht mit zum Glossybox-Event nehmen. Ne? Da sagt er auch immer, nee, das ist deins, mach du mal deins, ne? Ich meine, gut, wenn mein Freund auch irgendwie was hat, wo er mich mitnehmen könnte, wenn da jetzt irgendwelche Firmenfeiern sind oder so, gehe ich schon auch hin. Aber wenn das jetzt irgendwelche Vorträge oder irgendwelche fachbezogene Sachen wären, da würde ich den auch alleine laufen lassen. Ne? Das ist dann ja so sein Metier. So hat jeder halt sein Kram, sein Expertengebiet, passt schon. Aber da möchte ich meinem Freund nicht mit auf die Nerven gehen. Nee. Wo war ich? Genau, Glossybox Adventskalender, freue ich mich drauf, weil der halt auch echt immer, ist immer so, ja, man fiebert immer drauf hin, ob der auch wirklich dann was ist, ne? Das ist halt auch immer so eine Sache, weil, also ich glaube schon, dass die auch wieder was Gutes reinpacken werden. Ich meine, dass ich bei der englischen Version die Huda Beauty irgendwas Palette gesehen habe, die ich auch schon länger mal im Blick hatte. Müssen wir einfach mal gucken, ne? Wie das so wird. Bin ich einfach gespannt drauf. Packe ich mir jetzt an den unteren Wimpernkranz einen Schimmer? Wäre nicht alles nur grün, grün, grün. Ne? Dann sehe ich aus wie ein Förster. Was ist das denn? Wobei mein Freund letztens sagte, er wäre gern Förster. Ja. Naja. Genau, also darauf freue ich mich einfach, weil das ja interessant ist. Und hier, Möbel Höffner Adventskalender, falls sowas nochmal rauskommt. Der war letztes Jahr ja so bombastisch. Nicht nur, weil der voll auf meinem Kanal steil gegangen ist, sondern weil der halt auch echt gut bestückt war. Wobei ich gestehen muss, die Sofortbildkamera habe ich bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verwendet. Und da war meine Redezeit vorbei. Dankeschön, liebe Kamera. So, jetzt nehme ich so ein... irgendeinen Lidschattenauftragepinsel. Ja, schreibt ihr mal, auf welche Adventskalender ihr euch ganz besonders freut in die Kommentare. Ich habe euch da ja auch schon öfters mal so bei Instagram und so gefragt, ne, welche euch so mega interessieren würden. Auspacken welche, so oder so, alle möglichen. Weil ich das einfach so cool finde und einfach so Spaß daran habe, Leute. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist ja, ich meine, ich bin ja ein unfassbar neugieriger Mensch. Immer schon gewesen, ne? Das ist immer schlimm, wenn Menschen Geheimnisse vor mir haben. Oh, das kann ich gar nicht leiden. Das muss ich alles wissen. Und auch so Geburtstagsgeschenke rauskriegen und so. Oh, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das ist wie Folter für mich, wenn ich das nicht weiß. Aber gut. Auf jeden Fall ist das ein schöner Schimmerton. Wow. Habe ich deswegen irgendwann dann ja auch angefangen, mir dann den ein oder anderen Adventskalender mehr zu holen und halt auch eher zu holen, als es normalerweise üblich wäre. Habe ihn dann ja auch hier auf YouTube mit euch zusammen ausgepackt. Da hatten sie mich, ne? Au. Da hatten sie mich direkt in ihren Bann gezogen und ich habe da echt Spaß dran gekriegt, die Adventskalender mit euch auszupacken. Oh, es macht auch einfach Spaß, Leute. Klar, die ersten Jahre war, also die ersten ein oder zwei Jahre war das halt ein bisschen schwierig für mich, weil, ja, ich habe mit YouTube nicht unbedingt Geld verdient. Und ich war jetzt auch nicht in der mega easy peasy finanziellen Situation. Im Gegenteil, da hatte ich echt Probleme und musste zusehen, wie ich dann über die Runden komme. Also da war oft mein Konto im Minus, tatsächlich. Aber das ist halt... That's the price you pay, wenn du mit YouTube anfängst. Da musst du halt nur aufpassen, dass das nicht überhand nimmt und dass du es irgendwann ausgeglichen bekommst. Das ist eben die Sache, die ich auch immer wieder, wenn Leute mit YouTube anfangen wollen, auf den Weg gebe. Dann sage ich immer, ihr müsst anfangs mit einkalkulieren, dass ihr ein gewisses Budget habt, was ihr investieren könnt und vor allem wollt. Weil ihr erstmal wirklich für Umme arbeitet. Weil ihr super viel investieren müsst, ihr müsst Zeit investieren, ihr müsst Geld investieren und so, um euch das Ganze aufzubauen. Halt, wenn man im Beauty-Bereich das mit YouTube macht, ne? Das ist halt die Sache, weil du natürlich ja, die Produkte dir selber kaufst und das Equipment dir zusammen kaufst, weil du
Trends mitmachen möchtest und so. Und das ist nicht leicht. Ich meine, gut, ich habe jetzt auch in diesem Video eine bezahlte Kooperation mit drin und so. Das ist nicht selbstverständlich und das ist auch nicht leicht, tatsächlich. Du musst verhandeln können, ne? Da bin ich sehr froh, dass ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, dass man da auch so ein bisschen Background hat, dass man das versteht. Und ja, dass man halt auch andere YouTuber hat, die einem vielleicht unter die Arme greifen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Die einem die Augen öffnen, wenn man gerade mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und so. Also wir haben hier im Beauty-Bereich gerne mal so ein Hauen und Stechen, das hört man ja auch immer mal wieder, ne? Aber die Leute, mit denen ich was zusammen mache und ne, so die Trashy-Mädels und so und super viele andere, Maxim, Danny und Kati, das sind einfach super liebe Menschen. Und Cindy, wobei die mittlerweile in der Trashy-Gruppe drin ist. Das sind halt super liebe Menschen, mit denen man einfach auch gerne so als Kollegen zusammenarbeitet. Und das sind jetzt ja meine Kollegen, ne? Ja, und die helfen einem am Anfang auch gerne einfach mal, dass man sich austauscht, dass man auch mal über Verhandlungen spricht, dass man auch mal über Geld spricht, ne? Es sei denn, du hast eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, dann darfst du das natürlich nicht, aber über grundsätzliche Themen sollte man schon miteinander sprechen, damit man halt weiß, wie das Business funktioniert. Und da muss man halt jemanden finden, der einem das zeigen kann. Und da bin ich ganz glücklich, dass es bei mir soweit funktioniert hat oder dass ich halt auch selber jetzt diejenige bin, die ein paar Leuten halt auch was so mit auf den Weg geben kann, ne? Das hatte Melli jetzt ja auch letztens mal erzählt, dass als wir von dem Dalton-Event nach Hause gefahren sind, dass wir da auch sehr viele intensive Gespräche im Zug geführt haben, ne? So, was mache ich jetzt mit meinem unteren Wimpernkranz? Ein Schimmerton, na gut. Ja, so ist das alle. Aber es ist ein total verrücktes Business, wo man halt erstmal reinkommen muss. Das ist alles nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man sich einfach irgendwie eine Kamera holt und loslegt. In der Theorie ist es so, du hast eine Kamera, du hast ein Handy, ne? Und damit kannst du jederzeit theoretisch starten und einen YouTube-Kanal eröffnen. Aber was da hinten dran hängt, Leute, dieser ganze Rattenschwanz, ne? Du musst ja auch am Ball bleiben, du musst die Motivation finden, die Regelmäßigkeit. Ihr merkt das ja auch selber, ich lade regelmäßig jeden Tag mein Video um 11 Uhr hoch. Und wenn ich das nicht mache, also oder machen würde, dann fehlt mir das Geld. Dann fehlt mir vieles und nee, ich finde, dass es auch irgendwie sich gehört, eine gewisse Zuverlässigkeit zu geben oder zu bieten, und die habe ich definitiv. Ich bin ein sehr zuverlässiger Mensch. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Gut, manchmal ist die Frage, wann, aber ich mache es. Das ist das halt, ne? Also ich bin immer, auch im Privaten halt, ein total zuverlässiger Mensch, und das hilft mir halt jetzt auch bei YouTube sehr, weil du musst das machen, du musst am Ball bleiben, du musst präsent sein, und wenn du das nicht bist, dann hast du halt den Job verfehlt. Dann ist es halt hier jetzt nicht der Job, den du ausüben solltest, mit dem du dein Butter und Brot verdienen solltest, weil das erfordert eine Zuverlässigkeit, ne? Und ich schätze es auch tatsächlich, wenn ich merke, dass ich mit zuverlässigen Leuten auch zusammenarbeite, wenn man zusammen Videos dreht oder wenn man kommuniziert oder allgemein halt, ne? Das ist, finde ich, immer sehr, sehr wichtig, auch im realen Leben. Auch wenn, das hier ist das reale Leben für mich schon, ne? Aber in dem normalen Leben außerhalb von YouTube und Social Media, so meine ich das. Genau, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Läuft bei mir, finde ich gut. Ja, die Palette, die guck mal, ne? Die überwältigt mich tatsächlich. Das ist schon ein heftiger Look, den ich da gerade mitmache. Ich habe nicht viele Töne auf dem Gesicht, das ist heftig. So, was hab wie nu? Wir sind ernsthaft von Adventskalender hier drauf gekommen. Finde ich interessant. Ja, da hatten jetzt auch noch einige gefragt, warum ich in letzter Zeit so einiges verändert habe, auch was Kooperationen und sowas angeht. Übrigens, geile Palette, mag ich wirklich gerne leiden. Die Haze-Palette, ne? Die hat einen schönen Look gezaubert, hat gut funktioniert. Hab jetzt auch mit dem Braun da so eine Art Eyeliner gezogen. Das ist schon cool, Leute. Jetzt kommt noch ein bisschen Setting-Spray drüber. Ja. Ich möchte halt... Also ich kann es letztendlich ja nicht allen recht machen, das ist klar, ne? Aber ich möchte halt euch den Content auch so gestalten, dass ihr da auch richtig Bock drauf habt. Also
das ist halt die Sache. Ich versuche tatsächlich, euch jetzt nicht irgendwie mit Werbung voll zu spammen oder sowas. Aber ich verdiene natürlich durch die Werbung mein Geld, ist klar, ne? Das ist ja das, wodurch ich hier hauptsächlich auf meinem Kanal die Einnahmen erziele. Das, was man von, ich sag mal, YouTube selber bekommt, also die YouTube-Einnahmen für die YouTube-Videos mit diesen Werbegeschichten, das ist halt aktuell schwierig, beziehungsweise es wird jetzt auch wieder besser, aber es war jetzt eine ganze Zeit schwierig, weil wir haben hier so eine kleine Wirtschaftskrise, glaube ich, gerade, ne? Gar nicht mehr so warm, Leute. Genau, ich habe mir jetzt von Catrice auch diesen Lash Curler geholt. Den habe ich auch bei Frühlingsrolina schon gesehen und den fand ich sehr, sehr ansprechend und wollte ihn mir jetzt einfach mal nachkaufen. Eiskalt. Aber ich brauche eine Schere. Mensch. Ja, genau. Also, das Witzige ist nämlich, ich habe meine Kooperationspartner deutlich reduziert. Ich habe nicht mehr Kooperationspartner, sondern ich habe viel, viel weniger und nehme auch nur noch viel, viel weniger Kooperationen an. Und ja, das fand ich persönlich eigentlich ganz wichtig, dass ich halt wenige super vertrauensvolle Kooperationspartner habe, mit denen ich zusammenarbeite. Genau. Und da dann halt auch ein bisschen anders verhandelt habe, einfach mal so gesagt, ne? Und das ist funktionaler auch irgendwie für mich. Es ist auch irgendwie, glaube ich, funktionaler für euch. Und dementsprechend habe ich das auch so ein bisschen umgestellt. Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut. Und ich bin auch mal gespannt, denn das Aufgebraucht-Video, was ich jetzt ein bisschen anders gestaltet habe, ist noch nicht online gekommen. Das kommt erst noch. Okay, das wird jetzt erstmal ein bisschen tricky. Okay, interessant. Und da bin ich halt auch gespannt auf eure Reaktionen darauf, weil, ja, ich das jetzt ja in Blöcken gemacht habe. Wow, guckt euch das mal an. Voll nach oben gebogen. Krass, die ist heftig. Dass ich halt erst die Sachen oder die aufgebrauchten Produkte der Kooperationspartner zeige. Und dann halt den Rest vom Schützenfest, ne? Ja, dass man das dann halt auch für sich selber so dosieren kann, wie man das gerne möchte. Also wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie mir Werbung anzuschauen, sondern möchte halt einfach nur berieselt werden. War gut, war nicht gut. Ich brauche keine großen Zusatzinformationen über Inhaltsstoffe oder ich brauche auch keinen Rabattcode. Dann überspringt man halt den Part für sich, wenn man möchte. Ich komme damit nicht ganz nach außen. Okay. Und, ne, da bin ich mal gespannt. Also das werde ich ja in den Analytics halt auch sehen, wie das dann bei euch angekommen ist. Und ich hoffe auch, dass die ein oder andere von euch oder der ein oder andere von euch Feedback in den Kommentaren dann auch dazu da lässt, weil da hatte ich dann auch drum gebeten, ne, ob ich das so besser gefällt oder eben nicht. Was ich halt auch zum Beispiel richtig cool finde, ist, wie Maxim und Danny das mit der Werbung einbinden. Also die machen das dann ja auch teilweise, dass sie dann auch bevor das Video losgeht, halt sagen, dieses Video ist quasi präsentiert von, so wie man das halt auch aus dem Fernsehen kennt, ne, das nur noch ein Spot, dann geht's weiter, so nach dem Motto. Und ja, weil es ist einfach so, also, dass man das halt auch einfach braucht, um zu überleben. Und sowohl mein Freund als auch ich sind keine Goldesel, die jetzt irgendwie sich breitbeinig hinstellen und dann fallen die Münzen raus. Sondern, die will ich jetzt mal ausprobieren, aber erstmal blinkt mein Akku. Schön. Sondern wir müssen unser Geld halt entsprechend verdienen. So wie jeder, ne? Ist ja auch logisch. Also, ich glaube, dass niemandem von uns das allen so irgendwie so zufliegt. Ich kann nicht mal ein bisschen weiter rauszoomen, dann seht ihr nämlich, wie ich meine Wimpern tusche. Da werde ich auch öfters nachgefragt. Upsala, und das kann ich schlecht erklären. Jetzt habe ich die Kamera in der Hand. Das kann ich nur zeigen. Ma, Hilfe, hoch! Don't fall down. So vielleicht? Sieht man das dann? Wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay. Mensch, räumen wir hier mal ein bisschen auf. Dann habe ich hier nämlich ein bisschen Platz. Das ist doch schön. So. Genau. Ja, und deswegen habe ich dann das ein oder andere umgestellt. Und vor allem auch, weil man halt bedenken muss, dass ich vielleicht
Also ich habe es anders geplant, aber dass ich vielleicht es nicht schaffen werde, jeden Tag ein Video hochzuladen, wenn ich ein Baby habe. Es wäre schön, wenn ich es schaffen würde, bin ich ehrlich, ne? Und ich stelle mir das auch irgendwie wahrscheinlich ein bisschen zu simpel vor oder zu ja, funktional. Also ich habe halt das so im Kopf, dass ich mir denke, okay, ich habe oder mein Baby wird vier Omas und vier Opas haben, wovon die meisten schon irgendwie in Rente sind und mir dann auch gegebenenfalls unter die Arme greifen könnten, weil sie es jetzt ja auch irgendwie ständig anbieten. Ist, glaube ich, übrigens ein Dupe zu der Benefit-Mascara. Bad Girl Bang. Weil auch sehr flexibel, ne? Naja. Genau. Und deswegen stelle ich mir das halt immer so romantisch vor. Dann kann man natürlich jetzt nicht irgendwie so wie jetzt diese Sit-Down-Videos, ich schmink mich mal 2 Stunden mit euch machen. Wobei auch das könnte funktionieren. Aber dass ich halt dann immer mal wieder so eine Stunde habe, dass ich drehen kann, dass ich Unboxings machen kann, dass ich Hauls drehen kann, dass ich vielleicht so ein paar Sequenzen filmen kann zu Schminksachen, ne? Wobei doch, wenn ich mir das so vorstelle, ich kann mir das ja auch theoretisch frei einteilen, wann ich mich schminke. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben es jetzt fast 7:30 abends, ne? Dann könnte theoretisch mein Freund nach seinem Feierabend das Kind nehmen und ich könnte dann nach oben gehen und ein Video drehen. Weil das Video zu schneiden, das kann ich ja natürlich machen, wenn das Baby auch irgendwie auf dem Arm ist oder so, ne? Oder wenn ich dabei bin, keine Ahnung, das Kind zu stillen. Ich stelle mir das wirklich sehr romantisch vor und die Mütter unter euch werden auch sagen: Ja, Claudinchen, kriegst du erstmal dein Kind und dann können wir nochmal weiterreden. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber ich stelle mir das halt auch wirklich so vor, dass. Ja, dass mein Freund und ich das halt auch sehr flexibel eingeteilt bekommen. Und wir das dann auch irgendwie geregelt kriegen, dass ich auch halt weiterarbeiten kann. Ich hoffe, dass mein Körper das auch soweit zulässt. Ich habe hier auch in diesem Raum genug Platz. Deswegen habe ich das ja auch so aufgebaut hier, dass ihr dann auch Sammy nicht seht, leider, wenn er mit im Raum ist. Aber er ist ja da. Aber ich könnte ja quasi hinter die Kamera auch so ein, meine Mama nennt das Laufstall, ne, stellen. Und da das Kind reinsetzen. Oder wir haben auch von meiner Stiefschwester so eine Vibrationsliege bekommen oder so. Gut, da kann ich dann jetzt einfach nicht die Musik anmachen, wenn ich das Kind reinlege, aber da könnte ich das Kind halt auch reinlegen, ne? Während ich hier filme, dass das Kind da dann in der Liege ist und dann wippt die irgendwie auch automatisch und so. Sowas ist doch eigentlich auch total praktisch. So von meiner kleinen Idee her, dass ich mir denke, okay, das wäre doch super und dann könnte ich nebenher einfach filmen. Mal schauen, wie das funktioniert. Und was halt auch so ist, ich mache ja Beauty-Videos und keine Ganzkörper-Videos. In der Theorie könnte ich mein Kind ja sogar auf dem Schoß haben, während ich das Video drehe. Also ich werde es ja nicht zeigen. Ne? Das ist halt immer noch zur Hälfte ist das ein Claudi-Kind und zur Hälfte ist es halt auch mein Freund. Und mein Freund möchte nicht vor die Kamera und ich möchte auch, by the way, nicht, dass mein Kind vor die Kamera gezerrt wird, weil mein Kind kann nicht entscheiden, ob es das möchte oder nicht. Und da möchte ich einfach, dass er alt genug wird, um das selber zu entscheiden und sich mit der Social-Media-Geschichte, sofern es das dann noch geben wird, ich hoffe, ist mein Job, auseinandersetzt und dann halt mit mir mitteilen kann, ob er vor die Kamera möchte oder eben nicht, ne? Und deswegen werdet ihr ja auch keinen Baby-Content oder sowas finden, das habe ich auch schon mal gesagt. Wer ist das? Mein Freund schreibt, dass er Hunger hat. Ich bin gleich fertig, Schatz. Keine Sorge, keine Sorge. Ist das nicht niedlich? Ja. Oh, ich mag ihn gerne. Ja, er hat für heute nämlich gesagt: Oh, Schatzi, das Wochenende fängt an. Heute Abend gibt es Döner und er möchte Döner bestellen. Und da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, auch wenn ich weiß, dass ich dann gefühlt 3 Tage lang was davon haben werde, weil Knoblauch jetzt aktuell wirklich sehr, sehr lange bei mir bleibt. Sehr, sehr lange. Aber gut. Ja, so viel dazu. Ne? Also, ich weiß auch wieder nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Kooperation, genau. Und genau, und eben weil ich dann halt, genau. Geld verdienen muss, ja, und langfristig und so und nicht nur dieses mal eben kurz und so, sondern halt auch auf die Länge gesehen, dass man halt mit den Firmen dann auch intensiver zusammenarbeitet, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe euch ja auch schon den ein oder anderen Staubsauger hier präsentiert, den ich durchaus sehr, sehr gut brauche.
Wirklich. Und das ist halt auch eine Firma, mit der ich dann wirklich langfristig zusammenarbeite und wo man sich dann halt auch was aussuchen konnte und wo ich dann halt auch jetzt regelmäßig Content bringen könnte, ne? Weil das Produkt ist ja nach wie vor bei uns in Anwendung. Und wenn die sagen, hey, wir haben hier gerade eine Aktion, dass ich dann sagen kann, alles klar, ich kann dir dazu einen Post machen auf Instagram oder so, weil das funktioniert einfach schneller. Und dann, ja, hat man da einfach auch langfristig gesehen was. Und das sind halt einfach Sachen, die für mich total praktisch sind, weil ich sie ja eh verwende und eh brauche. Und warum das dann nicht jetzt einfach mit meinem Job dann auch verbinden? Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich halt einfach total praktisch. Die Mascara finde ich übrigens auch sehr, sehr schön. Aber ich habe rumgeschmiert. Da muss ich gleich mal ein bisschen korrigieren. Ansonsten, ne? Sieht die wirklich gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass die gut ist. Und Rizinusöl ist ja auch so eine pflegende Geschichte mit dabei. Genau, und wo wir gerade bei pflegender Geschichte sind, erstmal mache ich die Sachen weg, kommen wir nämlich zu Bayana. Das wollte ich nämlich gesagt haben, aber erstmal kann ich hier das Bürstchen nehmen. Da hast du nämlich, ich mache das nämlich super gerne, dass ich dann immer so, upsala, jetzt habe ich es kaputt gemacht, na toll. Nö, das geht nicht, dass ich mir auch super gerne einfach ein Spoolie nehme und unter meinen Augen sauber mache, weil man das einfach super gut wegbürsten kann. Das mag ich einfach gerne. Das ist echt, echt easy eigentlich, ne? Ja, das ist ja eigentlich auch schon getrocknet und dann kann ich mir hier von dem Augenbrauenstift einfach das Bürstchen so nehmen. Kann dann so pflegen. Echt cool, kann ich euch nur empfehlen, einfach antrocknen lassen, ne? Und sobald es trocken ist, dann einfach so drüber gehen. Und dann hat man das weggemacht. Das ist total super. Jo. Genau, ja. Also ich hoffe, dass ich meinen Content nicht ändern werde. Also dass quasi alles so beim Alten bleibt, dass ich auch weiterhin einfach Schminkis mache, dass ich weiterhin Unboxings mache, dass ich auch nächstes Jahr als Santa Claudi hier wieder sitze und so. Weil ich es einfach super gerne mache. Und weil ich diesen Kanal gegründet habe, eben, weil ich selber aus meinem Alltag entfliehen wollte und gemerkt habe, dass sich sehr viele Menschen mir angeschlossen haben, um auch ihrem Alltag zu entfliehen und dass euch das so gut getan hat und mir auch so gut tut. Und deswegen will ich das ja nicht aufgeben, ne? Das heißt, ich möchte hier keinen Moody-Content machen, weil Moody-Content würde ja bedeuten, dass ich dann auch wiederum meinen Alltag mit in die Videos bringen würde. Das will ich gar nicht. Deswegen bin ich auch nicht so ein Ultra-Fan von Daily-Vlog, sondern eher so von, ich fahre auf ein Event und mache dann einen Vlog, ne? Genau. Jetzt mache ich mir hier diesen pflegenden Lippi drauf, bevor mein Freund verhungert. Und da hast du halt hier diese Geschichten auch mit drin. Kann ich euch auch mal einblenden, was wir hier für Inhaltsstoffe drin haben. Ne? Müsste auch Vitamin E sein. Ich glaube auch Hyaluronsäure. Ich habe die Farbe 01 Obsession. Und weil ich halt so einen knalligen Augenlook mal wieder habe, ich liebe es ja einfach, ne? Finde ich es gut, dass ich hier so ein dezentes Nude-Tönchen habe. Und der gleitet halt so schön über die Lippen. Kannst auch einen dunklen Lip Liner drumherum machen, ne, wenn du möchtest. Aber ich will das jetzt eigentlich auch gerade so, dass ich einen dezenten Look, dezenten Lippi zu dem krassen Look habe. Die Farbe dürfte nicht jedermanns Sache sein. Aber ich mag die. Ne? Das sieht echt gut aus. Oh. Und das fühlt sich so weich an. Ist jetzt kein Kussechter, aber das finde ich nicht schlimm. Dafür habe ich das halt mit dieser pflegenden Geschichte mit dabei. Und jetzt muss ich euch rauszoomen, ne, dass wir den fertigen Look uns einfach mal angucken. Zack. Jo, so kann man es machen, ne? Das ist jetzt mein fertiger Look aus den neuen Catrice-Sachen, aus den Vienna-Produkten. Die ich euch wirklich ans Herz legen kann, schaut da gerne mal auf der Homepage vorbei, falls ihr Interesse an diesem Highlighter, diesem Bronzer und diesem Lippenstift habt. Also ich finde, der Lippenstift macht auch schön weiße Zähne. Ich hoffe auch, dass ich euch so ein bisschen unterhalten konnte und euch auch so ein bisschen bei den aktuellen Themen mitnehmen konnte. Ja, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie es dir gerade geht. Und falls es dir nicht gut gehen sollte, du findest hier auf diesem Kanal grundsätzlich sehr viel Liebe. Und ja, genau. So viel dazu. Ich fühle mich gerade echt wohl mit diesem Look.
Auch die Base, ne? Das sieht echt. Ich mag's. Okay, ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!